Hallo, ganz herzlich willkommen bei der Meet 2022. Ich darf auch Herrn Otto Fichtel ganz herzlich begrüßen vom VKI, der heute über das österreichische Umweltzeichen referieren wird. Vielen Dank und viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viel Nachhaltigkeit in diesem Programm der heurigen Meet ist und dass wir hier auch unser jüngstes Kind im Umweltzeichen, nämlich das Umweltzeichen für Sprech- und Musiktheater, wie es so schön heißt, vorstellen darf. Das Umweltzeichen ist an sich ein Projekt des österreichischen Klimaschutzministeriums. Im Bereich der Kulturbetriebe arbeiten wir auch sehr stark zusammen mit dem Ministerium für Kunst, Kultur und öffentlicher Dienst. Ich bin im VKI angesiedelt. Der VKI hat im Auftrag des Umweltministeriums quasi die inhaltlichen Agenten und auch die administrativen Agenten für das Umweltzeichen abzuwickeln. Ich möchte Ihnen heute einerseits einen kurzen Überblick geben, was ist das Umweltzeichen überhaupt, damit Sie wissen, wo wir hier verortet sind. Dann möchte ich Ihnen die Inhalte des Umweltzeichens vorstellen, die Richtlinien und die Kriterien und auch den Ablauf der Umsetzung, wie Sie es erreichen können. Was mich ganz besonders freut, ist, dass man eigentlich mit dem Vortragenden vor mir es uns erspart bleibt, ein Handbuch für die Umsetzung zu machen, weil das gibt es schon, das Greenbook. Und das, was der Herr Rode gesagt hat, ist mehr oder weniger eigentlich das, was operativ umzusetzen ist, um dann letztendlich auch die Zertifizierung zu schaffen. Also ich glaube, da kann man sehr gut zusammenarbeiten und auch hier entsprechend die Qualitäten des einen in die anderen, in das Zertifizierungssystem des Umweltzeichens einfließen lassen. Ja, was ist das Umweltzeichen? An sich wurde es vor über 30 Jahren entwickelt, um eine Orientierungshilfe in den Kaufentscheidungen von Produkten zu liefern. Es hat sich dann aber im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Wichtig ist, dass es auch dazu beiträgt, im Produktbereich eine Marktpositionierung zu erlangen und auch den Markt entsprechend weiterzuentwickeln. Es dient als Instrument der Bewusstseinsbildung und last but not least auch als Marketinginstrument. Ist vielleicht für den Theaterbereich nicht ganz das Vordergründige, aber auf das komme ich dann später noch zu sprechen. Es steht auf jeden Fall für Nachhaltigkeit, Qualität und soziale Verantwortung. Auch wenn es Umweltzeichen heißt, die Kriterien des Umweltzeichens, egal ob es im Produktbereich ist oder im Betriebsbereich, sind auch immer sehr umfassend zu verstehen. Also es ist nicht reines ökologisches Zertifizierungssystem, sondern es hat auch immer sehr starke soziale Aspekte integriert, beziehungsweise ist es uns auch ein wichtiges Anliegen, dass durch die Umsetzung der Maßnahmen des Umweltzeichens auch immer ökonomische Effekte damit erzielt werden können. Das ist eigentlich etwas, wo wir gerade im Betriebsbereich, und ich glaube, da kann man sehr gut auch, ich sage jetzt mal, sämtliche Säulen der Nachhaltigkeit auch durch die Zertifizierung abdecken und erreichen. Es ist ein staatliches Auszeichnungssystem, aber es ist freiwillig. Ganz wichtig, niemand muss es machen. Im Produktbereich haben wir durchs Umweltzeichen viele schon in der Vergangenheit über die freiwilligen Zertifizierungen und die Richtlinien, die hier entwickelt werden, auch Kriterien und Maßstäbe gesetzt für die Weiterentwicklung auch in Richtung ökologisch fortschrittlicher Produkte. Die Kriterien, die hier zugrunde liegen, sind immer sehr transparent. Sie werden quasi gemeinsam mit den Branchen entwickelt, werden alle 4 Jahre überarbeitet und sind auch öffentlich zugänglich, ist auch ein ganz wesentliches Kriterium, dass eben auch die Zugänglichkeit, die Überprüfbarkeit durch den Konsumenten oder die Konsumentin immer gegeben ist. Jeder kann schauen, welches Produkt das Umweltzeichen hat, welche Kriterien hier zugrunde liegen, welche Kriterien den Betrieb quasi auszeichnen, um dann zu schauen, ob das auch tatsächlich in der Praxis erfüllt wird. Ganz wichtig ist uns auch die Prüfung durch eine unabhängige Prüfstelle. Es muss jeder Betrieb, jedes Produkt extern geprüft werden. 4 Jahre Überarbeitung habe ich schon gesagt, aber auch die Zeichennutzungsdauer fürs Umweltzeichen beträgt 4 Jahre. Die Lizenzen, die wir bekommen, einen Vertrag, eine Urkunde und es sind auch Gebühren zu entrichten für die Zeichennutzung. Ich habe schon gesagt, die Kriterien werden in einem transparenten Verfahren entwickelt, es werden alle Stakeholder mit eingebunden. Auf den Prozess komme ich dann ein bisschen später zu sprechen, wie das Umweltzeichen im Theaterbereich entwickelt wurde. Wir versuchen auch immer, wissenschaftliche Erkenntnisse mit einzufließen, darum auch alle 4 Jahre Überarbeitungen, wo eben normativ, juristisch und wissenschaftliche Neuerungen in die Kriterien einfließen.
Und es ist immer so, dass die Kriterien produktspezifisch sind. Ganz wichtig ist auch, dass wir eben auch mit der Branche gemeinsam das gearbeitet haben und hier speziell auch für die Branche ein Kriterienset entwickelt haben, das auch praxistauglich umsetzbar ist. Ich habe schon erwähnt, das Umweltzeichen gibt es eben nicht nur für Theaterbetriebe. Begonnen hat es 1990 im Produktbereich. Da gibt es mittlerweile um die 60, 70 verschiedene Produktrichtlinien und knapp 5000 zertifizierte Produkte sind hier bereits am Markt. Es ist aber auch im Bildungsbereich angesiedelt, also es können auch Schulen, Kindergärten und außerschulische Bildungseinrichtungen das Umweltzeichen erreichen. Und worüber wir heute sprechen, der Bereich Kultur und Tourismus hat 1996 begonnen mit dem klassischen Tourismusbereich, Beherbergungsbetriebe, Gastronomiebetriebe etc., wurde dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Wir haben dann aufgrund des Interesses der Branche auch Veranstaltungslokalitäten quasi in den Fokus dieser Zertifizierung mit aufgenommen. Dann wurde auch das Interesse aus den Museen an uns herangetragen und last but not least, heuer, also im letzten Jahr dann, für Kinobetriebe und Sprech- und Musiktheater hier Richtlinien in die Praxis gebracht. Nur ganz kurz ein paar Übersicht, also Sie sehen hier die ungefähr 1200 unterschiedlichen Lizenznehmer, die hier versammelt sind. Im Bereich die Theater würden dann im Bereich Tourismus oder beziehungsweise im Bereich Tourismus und Kultur Platz finden. Da sind es derzeit knapp 400-500 Unternehmen, die hier zertifiziert sind. Die Produktcluster, und das ist vielleicht für Sie auch interessant, weil das dann in weiterer Folge auch in den Kriterien sich widerspiegelt, sind hier möglicherweise im Energiebereich für Sie relevant, Kriterien oder Lizenzthema und Produkte im Bereich Papier und im Bereich Haushalt reinigen, beziehungsweise auch bei Bauen und Wohnen und vielleicht sogar auch bei den Finanzprodukten. Gibt es hier mögliche Ansatzpunkte in der Beschaffung auf entsprechende Produkte zurückzugreifen. Ja, hier noch einmal die Verteilung im Bereich des Tourismus und Kultur. Also die Richtlinie Umweltzeichen 200 ist für mich immer der Rahmen, kommt eben wie gesagt aus dem Tourismus. Wir haben dann modulweise halt entsprechend Kriterien hinzugefügt und entsprechend weiterentwickelt. Derzeit haben wir aus dem Bereich Lokalitäten, Museen und Theater 52 Lizenznehmer. Ganz last but not least zu den Statistiken hier noch eine Grafik, wo man sieht, dass eigentlich die Entwicklung in den letzten Jahren sehr positiv verlaufen ist. Und es ist gerade im Bereich Kultureinrichtungen, haben wir seitdem die Museen auch das Umweltzeichen haben, seitdem auch Interesse aus Theaterbetrieben da ist, einfach wirklich fast wöchentlich, täglich fast neue Anfragen aus diesen Bereichen, die hier quasi in die Umsetzung des Umweltzeichens starten. Ja. So schaut es einmal aus im Bereich Tourismus und Kultur. Wir haben auch eine Richtlinie für Tourismusdestinationen, wo wir auch entsprechend versuchen, die einzelnen Zertifizierungen zu vernetzen. Der Bereich der Produktzertifizierung ist hier unten mit dem Cluster Hotels, Catering, Location, Museum, Theater und Kinos zu sehen. Querverbindungen gibt es auch zu den Zertifizierungen für Green Meetings und Green Producing. Green Producing ist im Bereich Film und Fernsehen. Hier eine Richtlinie, wo eben entsprechende Filmproduktionen zertifiziert werden können. Aber diese in der Mitte stehenden Cluster, die beruhen alle auf einem gemeinsamen Kriterienset und dann eben entsprechend den einzelnen produktspezifischen oder betriebsspezifischen Abweichungen. Hier sieht man es noch einmal, der ganze Cluster für die Umweltzeichen 200 Betriebstypen, ausgehend von den Beherbergungsbetrieben und Gastronomiebetrieben, gibt es auch eine Richtlinie für Campingplätze, Schutzhütten, Tagungs- und Eventlokalitäten, Museen und Ausstellungshäusern und hier speziell heute geht es um die Sprech- und Musiktheater und die 10. Richtlinie in diesem Bereich ist diejenige für Kinobetriebe. Wichtig ist, zertifiziert wird immer ein konkreter Betriebsstandort. Das ist eigentlich, wir zertifizieren einen Standort und das war bei dem Theater, bei der Entwicklung der Richtlinie für Theater eine ganz wesentliche Entscheidung. Zertifizieren wir eine Produktion oder einen Standort? Wir haben gesagt, wir zertifizieren den Standort, aber schauen uns auch Kriterien aus dem Bereich der Produktion an, die hier mit einfließen. Ganz kurz zur Entwicklung des Moduls. Einerseits basierend auf den bestehenden Kriterien, die schon hier vorhanden sind, haben wir geschaut, welche dieser Anforderungen können hier
für den Bereich der Theater mit übernommen werden und welche Anforderungen braucht es zusätzlich eben die produktionsspezifischen oder speziell halt irgendwie, was die Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen ausmacht. Begonnen hat es eben mit Workshops, die seitens Pulswerk durchgeführt wurden. Die haben quasi den Auftrag gehabt, hier mal zu schauen, einerseits die, inwieweit hier vorhandene Kriterien umsetzbar sind, schon mit Vertretern aus der Branche, mit Workshops, wo man dann geschaut hat, also welche Kriterien fehlen hier noch und welche Kriterien müssen adaptiert werden, welche fallen aus dem bestehenden Kriterienset raus, weil sie nicht anwendbar sind. Und so wurde ein erster Entwurf Anfang 2022 vorgelegt. Der wurde dann noch in zwei Diskussionsrunden mit Vertretern aus der Branche, möglicherweise haben sie auch daran teilgenommen, wir haben sehr umfassend eingeladen, quer durch Österreich, alle Theaterbetriebe wurden hier quasi aufgefordert, sich an diesem Diskussionsprozess zu beteiligen. Es hat zwei Online-Diskussionsrunden gegeben und dazwischen immer wieder sogenannte Fachausschüsse, wo wir dann noch einmal eine Feinabstimmung über diese Kriterien gemacht haben, die dann letztendlich in den Fachausschuss vom Fachausschuss dann letztendlich konsensual quasi abgestimmt sind und dann dem Umweltzeichenbeirat, das ist das entscheidende Gremium für die Veröffentlichung der Richtlinie, sitzt im Ministerium, vorgelegt wurde und von dem dann abgestimmt wurde. Und seit Juli 2022 gibt es eben unsere Richtlinie für Sprech- und Musiktheater und Sie können das auch schon beantragen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist die Betriebstypendefinition, die dieser Zertifizierung zugrunde liegt. Primär ist es einerseits, sind es die Veranstaltungsräume, die hier erfasst sind, natürlich auch das ganze Backoffice, also die ganze Veranstaltungstechnik, die Beschaffung im Theater spielt eine Rolle, aber eben auch dann, was eben die Produktion betrifft, sind einzelne Kriterien zum Thema Bauten, Materialien, Requisiten, Ausstattung, Maske, Gebäudetechnik und natürlich die administrativen und organisatorischen Bereiche erfasst. Nicht erfasst, das ist auch wichtig, wir haben auch quasi gesagt, also alles, was im öffentlichen Bereich, also im Freien stattfindet, können wir nicht zertifizieren, weil da fehlt uns eigentlich die Basis des Veranstaltungsraums. Deswegen haben wir Zirkus, Straßentheater und Wandertheater hier ausgegliedert. Zusätzliche Bedingungen, die zu erfüllen sind, sind einerseits, dass wenn externe Dienstleister am Betriebsstandort vorhanden sind, dass die ihm dann auch mit ins Boot geholt werden müssen, um zumindest die Muss-Kriterien, die hier gefordert sind, erfüllt werden. Ebenso Betriebe mit Dependancen, was bei den Theatereinrichtungen relativ oft der Fall ist, geht es darum, dass zumindest alle Kriterien im Hauptstandort erfüllt sind und dann bei den Dependancen, wenn es irgendwie Außenstellen gibt, zumindest ein gewisses Kriterienset, das eben auch außenwirksam ist, also Abfalltrennung oder die öffentliche Hinweise auf die öffentliche Verkehrsmittel etc., dass die eben quasi auch in den Dependancen erfüllt werden, aber letztendlich der gesamte Kriterienset dann erst bei einer Rezertifizierung zu erfüllen ist. Die Richtlinie ist modular aufgebaut. Wir haben ein Set von Kriterien, die für alle Betriebstypen gleichermaßen zutreffend sind, sind speziell im Bereich Management oder Beschaffung relevant. Und dann gibt es eben modulspezifische Kriterien. Einerseits sind die Kriterien als Muss-Kriterien definiert, wie der Name sagt, die sind zu erfüllen, außer es gibt irgendwelche technischen Gründe, warum sie nicht zutreffend sind, oder operative Gründe, warum sie ausfallen können. Und dann gibt es auch zusätzlich noch Sollkriterien, die sind bepunktet und da hat jeder Betrieb, jedes Unternehmen die Möglichkeit hier zu wählen, welche dieser Anforderungen umgesetzt werden. Und es sind von diesen Sollkriterien auch entsprechend Punkte zu erreichen. Man sieht hier quasi einen Blick aus der Richtlinie, aber nur zur Veranschaulichung dessen, was ich gerade gesagt habe, dass eben manche Kriterien sind quasi für alle Betriebstypen gleichermaßen geltend, andere Kriterien sind eben nur für manche Betriebstypen, beziehungsweise gibt es auch Unterschiede, dass manche Kriterien für den einen Betriebstyp verpflichtend sind, für einen anderen aber optional. Hat aber für Sie relativ wenig Auswirkung, weil Sie eigentlich immer nur mit einer Richtlinie konfrontiert sind, außer Sie haben quasi auch in Ihrem Betrieb, ist auch ein Gastronomiebetrieb unter eigener Führung, wo Sie dann auch entsprechend das Modul der Gastronomiebetriebe mit hinzunehmen müssten. Das Punktesystem der Sollkriterien sieht so aus, dass alle Betriebe gleichermaßen 30 Punkte erreichen müssen. Zusätzlich, je nachdem, welche Dienstleistungen zusätzlich angeboten werden in einem Betrieb, werden hier dann entsprechend
erforderliche Punkte addiert. Also zum Beispiel ein Theater ohne irgendwelche Dienstleistungen muss 30 Punkte erreichen und mit einem Konzessionsbetrieb, also sprich mit einem kleinen Ausschank, muss 33 Punkte erreichen. Wenn jetzt aber Veranstaltungen oder Gastronomiebereiche drinnen sind, sind dann 38 Punkte erforderlich. Wichtig ist auch, dass wir gesagt haben, auch aus diesem Bereich der theaterspezifischen Kriterien müssen hier mindestens 5 Punkte erreicht werden, weil es einfach auch ein wichtiger Aspekt ist, speziell für diesen Bereich, aus diesem Bereich Punkte zu erzielen. Wie schaut es jetzt aus? Also ich habe hier eine schematische Darstellung, bitte auch um Verzeihung, also wir haben noch nicht sehr viele Praxiserfahrungen, deshalb auch die Bilder und Grafiken zum Teil eben aus dem Tourismusbereich übernommen. Wir versuchen immer eine ganzheitliche Beurteilung des Unternehmens vorzunehmen. Also es spielt mehr oder weniger alles, was in einem Unternehmen eine Rolle spielt, wird hier versucht in Kriterien umzugliedern und entsprechend, wie ich es vorhin gesagt habe, in Muss- und Soll-Kriterien abzubilden, um hier quasi eine möglichst umfassende Zertifizierung zu gewährleisten. Ich gehe jetzt mal kurz durch die einzelnen Kriterienbereiche durch und möchte Ihnen ein bisschen veranschaulichen, was eigentlich hier seitens des Umweltzeichens gefordert ist, und starte mit dem Bereich Umweltmanagement. Ist auch bei uns der erste Bereich und das schließt auch an das an, was wir vorhin schon gehört haben. Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man sich überlegt, eine Zertifizierung zu machen, zu schauen, möglichst alle mit ins Boot zu kriegen. Alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, alle Abteilungen sind hier quasi angesprochen, müssen angesprochen werden und es muss quasi auch Verantwortlichkeiten, müssen Verantwortlichkeiten definiert werden und hier auch quasi versucht werden, ein entsprechendes Umweltteam zu gründen, das dann entsprechend auch in der Umsetzung der Kriterien in allen Bereichen mitarbeitet. Also ohne dem würde es aus meiner Sicht nicht funktionieren, auch wenn das Umweltzeichen nach dem ersten Anschein nach irgendwie ein Abhaken von Anforderungen so aussieht, als ob es das wäre, ist es das nicht. Es wird durch diesen Zertifizierungsprozess, wie es heißt, ein Prozess gestartet, der alle Beteiligten mit eingliedern muss. Sie sehen es hier, Schulung und Motivation der Mitarbeiterinnen ist ein wichtiges Thema. Information und Einbeziehung auch der Gäste, Besucherin ist uns wichtig. Die Kommunikation nach außen, dass Sie es auch als Theaterbetrieb nach außen kommunizieren, warum Ihnen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, welche Aspekte Sie vielleicht schon umgesetzt haben, wie Sie auch Gäste dazu auffordern können, sich auch entsprechend zu beteiligen. Also ich sage jetzt nur als Beispiel oder eines der wesentlichen Beispiele ist der Hinweis auf die öffentliche Anreise oder die Möglichkeit, hier quasi Kombi-Tickets mit der Theaterkarte und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gestalten. Das ist jetzt eine Übersicht über die Muss-Kriterien im Bereich Management und Kommunikation. Es geht einerseits darum, wie gesagt, dass Sie Kommunikation, also dass Sie ein Konzept für sich intern machen, das aber dann auch nach außen kommuniziert wird, warum Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Es geht darum, auch regelmäßig zu evaluieren, zu schauen, welche Ziele hat man sich gesteckt, welche Ziele wurden erreicht, welche Ziele hat man verworfen, also eine regelmäßige Evaluierung. Es geht auch um die Schulung Mitarbeiterinnen, habe ich schon erwähnt, aber auch die Gästeinformation habe ich auch schon erwähnt. Auch wichtig ist uns die Transparenz in der Verwendung des Umweltzeichens, dass sie auch das Umweltzeichen mitkommunizieren, ist uns natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass eben auch diese Community, die hier durchs Umweltzeichen geschaffen wird, stetig wächst. M13 Verbrauchsüberwachung ist auch ein wichtiges Kriterium, regelmäßig zu schauen, wie sich die Verbrauchsströme entwickeln, speziell im Bereich Energie, Wasser, aber auch die Abfallströme und im Bereich der Reinigungsmittel, falls Sie selber in der Verantwortung haben. Das zweite sehr umfassende und große Kriterium ist das Kriterium der Bereich Energie- und Klimaschutz. Hier sind einerseits Anforderungen verpflichtendermaßen, also das sind, ich sage jetzt mal, das sind die beiden Knockout-Kriterien, aber ich glaube, die würden bei Ihnen wahrscheinlich eh nicht zutreffen. Sie haben gesagt, keine Heizquellen im Außenbereich und keine Verwendung von Kohle, Schweröl, Kohlebriketts oder Elektrodirektheizung. Das sind quasi sogenannte Knockout-Kriterien. Wenn die vorhanden sind, dann ist eine Antragstellung nicht möglich. Aber es geht natürlich auch um effiziente Wärmebereitstellung, effiziente Steuerung, Wärmedämmung der Leitungen etc. Hier ist, genau, der
wesentlicher Bereich für Sie vielleicht auch relevant, die Beleuchtung. Da haben wir auch mit dem vorhin auch schon angesprochenen Kollegen Allerbauer relativ intensive Diskussionen gehabt, wie diese Kriterien im Bereich der Theater anzusiedeln sind und welche Anforderungen hier in welcher Qualität und welcher Tiefe hier gestellt werden können. Ein weiterer Bereich im Bereich Energie, einerseits der Einsatz von Ökostrom bzw. grünen Strom. Hier sind die Anforderungen in Richtung 100% grüner Strom. Idealerweise auch der Strom mit dem Umweltzeichen zertifiziert hat höhere Qualitäten als jetzt der reine Ökostrom. Und natürlich jetzt eher im optionalen Bereich angesiedelt die Verwendung erneuerbarer Energieträger im Hinblick darauf, dass es auch bis 2040 das Ziel gibt, hier einen kompletten Umstieg zu erzielen. Das ist die Übersicht über die Kriterien im Muss-Bereich zum Thema Energie- und Klimaschutz. Die meisten habe ich jetzt schon erwähnt. Genau, energieeffiziente Heizung, aber das Wesentliche ist eigentlich der erste Punkt, Energieausweis oder Energieerhebung. Eine der Basisanforderungen, die wir im Energiebereich stellen, ist, dass zumindest eine Mindestqualität auch durch eine externe Begutachtung vorhanden ist, entweder ein Energieausweis, der schon einmal einen gewissen Überblick über die Gebäudesubstanz und die energetische Situation im Gebäude geben soll, aber was uns auch wichtig ist, ist vielleicht auch eine externe Energieberatung. Hier gibt es zahlreiche Förderungen, die Sie quasi dabei unterstützen, quasi im operativen Bereich energietechnische Verbesserungen zu machen. Ein zweiter Bereich, der eigentlich sehr oft ein bisschen unterschätzt wird, was jetzt auch die Kostenrelevanz und die Einsparpotenziale betrifft, ist der Bereich Wasser. Auch hier haben wir ein paar Kriterien verpflichtend gesetzt. Neben der regelmäßigen Verbrauchsmengenmessung gilt es darum, entsprechende Limits bei den Armaturen etc. einzuhalten, um hier auch entsprechende Einsparungen zu erzielen. Nur als Beispiel hier quasi auch aus dem Hotelbereich, aber der sicherlich auch umsetzbar ist, wenn man jetzt nur den Spülbereich für die WC-Spülungen und die Handwaschbecken hier rausnimmt. Also hier sind durch relativ kostengünstige Maßnahmen sehr hohe und sehr kurze Return of Investments zu erzielen. Also da glaube ich, ist einfach noch bei vielen Betrieben auch noch ein großes Einsparpotenzial vorhanden. Genau, Kriterien im Bereich Wasserspartechnik und im Bereich Abwasserbehandlung sind hier verpflichtend umzusetzen. Ja, der Bereich Abfall ist auch ein wesentlicher Aspekt, sowohl was jetzt die internen Bereiche betrifft, also die Bürobereiche, aber natürlich auch das, was im Bereich der Bühnentechnik etc. oder Bühnengestaltung oder entsprechend anfällt, dass hier eben auch einerseits die Logistik optimiert wird und eben auch ein wichtiger Beitrag zur Kostenreduktion erzielt werden kann. Das ist etwas, wo relativ oft auch gar kein Bewusstsein da ist, also welche Möglichkeiten einer Einsparung hier vorhanden sind. Also da haben wir auch speziell aus dem Hotelleriebereich ganz tolle Zahlen auch schon gesehen, also weil da einfach sehr oft nicht einmal darauf geschaut wird, wie oft, wann, welche Behälter entleert werden und wie voll die dann sind, also weil da sind einfach, ich sage jetzt mal, durch rein operative Maßnahmen oft Einsparungen erzielbar. Deswegen ist eine unserer Basisanforderungen ein Abfallwirtschaftskonzept, auch von Unternehmen, die nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, zu erstellen. Und logischerweise Abfalltrennung und Recyclingstationen aufzubauen, aber eben auch Mitarbeiterinnen und Gäste entsprechend Möglichkeiten anzubieten, hier sich an der Abfalltrennung zu beteiligen. Der letzte Punkt, Abfallbehälter in den Toiletten, ist uns auch ein wichtiger Aspekt, weil das einfach noch viel zu wenig Bewusstsein ist, dass man eben auch keine Abfälle in die Toiletten oder über die Toilettenspulen entsorgen sollte. Luftlärm, auf das brauche ich, glaube ich, nicht mehr eingehen, also rauchfreie Bereiche ist an sich mittlerweile Standard. Büromaterial und Druckaufträge ist auch ein wesentlicher Aspekt, also hier gilt es einerseits, Büropapiere mit Umweltzertifikaten zu beschaffen,
und im optionalen Bereich dann auch entsprechende Druckerzeugnisse, die hier zertifiziert sind mit einem Umweltzeichen oder entsprechende Papierqualitäten auch bei den Druckerzeugnissen zu berücksichtigen. Im Beschaffungshinweis Büroeinkauf.at ist eine Webseite, wo man eben zum Thema Einkauf von Büromaterialien sämtliche umweltfreundlichen Produkte auf einer Seite findet. Im Bereich Reinigung, Hygiene, das ist mir einerseits auch ein wichtiges Thema, weil es nicht nur in Richtung ökologische und sinnvolle Nutzung von Produkten zur ökologischen Reinigung beiträgt, wo es dann auch entsprechend weniger Chemikalien ins Abwasser gelangen, aber es ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier mit den Reinigungstätigkeiten befasst sind, ein wichtiger Aspekt, wenn man mit weniger schädlichen Produkten handhabt. Einige Kriterien hier in diesem Bereich sind einerseits Schmutzschleusen im Eingangsbereich, entsprechende Produktauswahl beim Einkauf von Produkten, von Reinigungsmitteln, hier eben auch auf Produkte mit Umweltzertifikaten zurückzugreifen. Eben auch einen Reinigungsplan zu haben für die einzelnen Bereiche, dass eben auch schon im operativen Bereich der Reinigung sparsam mit entsprechend umweltfreundlichen Produkten umgegangen wird. Auch hier gibt es eine Seite ökorein.at, wo eben alle Produkte sowohl für den Privathaushalt, falls es interessiert, aber speziell halt auch für den gewerblichen Bereich, für die verschiedenen Produktgruppen erfassbar sind. Also da kann man auch wirklich nach unterschiedlichen Bereichen suchen und findet dann eben für den Objektreinigungsbereich entsprechende Produkte, die hier zertifiziert oder gut bewertet sind. Gebäudebau und Ausstattung, das sind eben die meisten Anforderungen im operativen Bereich angesiedelt. Hier geht es um effiziente Geräte, um Raumdekoration, um Baumaterialien, wenn man neue baut, Farbenlacke, die man verwenden soll im Neubau oder entsprechende Möbel und Textilien, die hier zum Einsatz kommen. Im Muss-Bereich haben wir zwei Kriterien angesiedelt. Einerseits, dass eben wenn neu gebaut wird, wenn größere Neu- und Umbauten vorhanden sind, dass vom Betrieb gewisse Mindeststandards, die über die Klimaaktiv-Richtlinien oder Bewertungen hier quasi gesetzt werden, erfüllt werden müssen. Und ein zweites Kriterium, das wir hier auch ansetzen, ist die barrierefreie Nutzung des Angebotes, also dass Sie auch als Betrieb nach außen kommunizieren, wie barrierefrei das Theater erreichbar ist, um hier quasi schon quasi eine Servicedienstleistung für Personen mit Behinderungen zu gewährleisten. Im Bereich Lebensmittel und Getränke, tangiert sie nur am Rande, also hier ist nur ein Kriterium, das auf jeden Fall in diesem Bereich wichtig ist, ist es eben der Einsatz von Mehrwegverpackungen im Getränkebereich, sofern es nach innen wirksam ist. Es gibt ja dann noch die einzelnen Kriterien im Lebensmittelbereich für Gastronomie bzw. für die Concessions. Und ein sehr wichtiger Bereich ist einfach auch der Bereich Verkehr und Mobilität. Hier geht es einerseits darum, für die Besucherinnen die öffentliche Anreise oder möglichst eine umweltfreundliche Anreise zu kommunizieren und entsprechende Angebote oder Anreize zum Verzicht auf die PKW-Anreise zu bieten. Das ist dann wiederum im optionalen Bereich angesiedelt. Aber die Basis, die jedes Unternehmen hier machen muss, ist die Information über die öffentliche Anreise. Und diese Information muss auch prioritär kommuniziert werden. Also das ist oft etwas, was dann der letzte Punkt ist, der mir dann bei der Endkontrolle der Prüfprotokolle auffällt, weil das ist etwas, was man auch am Schreibtisch anschauen kann, wie wird das kommuniziert, und wenn da irgendwie die Verkehrsspinne oder die Parkgarage als erstes beworben wird, dann sage ich immer, bitte zuerst umdrehen, zuerst die öffentliche Anreise bewerben und dann erst die PKW-Anreise. Ist ganz was Einfaches, kostet nichts, hat aber eigentlich eine große Auswirkung in der Kommunikation. Weitere Muss-Kriterien in diesem Bereich sind die Transportleistungen, sofern sie angeboten werden, beziehungsweise Anforderungen an den Fuhrpark, dass hier zumindest bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen emissionsarme beziehungsweise Elektrofahrzeuge angesetzt werden. Dann auch zwei neue Kriterien, die jetzt im Zuge der Kriteriendiskussion mit den Theaterbetrieben aufgenommen wurden,
sind die Bereiche Kommunikation zur Fahrplanabstimmung mit Verkehrsbetrieben des relevanten öffentlichen Personennahverkehrs. Das heißt, wenn quasi der Fahrplan des letzten Busses oder der letzten Bahn quasi vor Ende der Veranstaltungen regelmäßig stattfindet, dann sollten Sie als Unternehmen halt entsprechend mit dem ÖPNV Kontakt aufnehmen und schauen, ob es in irgendeiner Weise eine Abstimmung möglich ist, dass eben auch Personen, die mit öffentlichen Anreisen noch mit den Öffentlichen nach Hause fahren können. Ebenso betrifft es die Kommunikation zu alternativen Mobilitätskonzepten, betrifft eigentlich nur Unternehmen, die eigentlich nicht an öffentliches Verkehrsnetz angebunden sind, wo man entsprechend hier alternative Mobilitätsformen schon in der Bewerbung mit integriert. Und last but not least ein Kriterium zum Thema Dienstfahrten und Dienstreisen, dass eben hier prioritär auch bei Dienstfahrten und Dienstreisen die öffentlichen Verkehrsmittel zu wählen sind. Sofern es Sie betrifft, gibt es auch noch Kriterien zum Bereich Außenbereich und Biodiversität. Hier haben wir zwei Musskriterien, dass eben, sofern ein Außenbereich vorhanden ist, einheimische und nicht invasive Arten bevorzugt werden bei der Bepflanzung, bei der Neubepflanzung und dass ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt, Ökosysteme und Landschaften gewährleistet wird. Das waren jetzt einmal so die Basiskriterien, die für alle Bereiche quasi gleichermaßen gelten. Und jetzt komme ich zu den theaterspezifischen Kriterien. Schon erwähnt habe ich den Bereich Concessions, Kiosk, Buffet, was wahrscheinlich in jedem Betrieb eine Rolle spielt. Hier haben wir quasi ein abgespecktes Set von Anforderungen, das auch im gastronomischen Bereich relevant ist. Einerseits das Angebot von Mehrwegsystemen für Getränke, ein regionales Getränkeangebot zu liefern, ein regionales Speisenangebot, dass man eben schaut bei der Produktauswahl der angebotenen Brötchen und sonstigen Snacks, hier auch regionale Produkte zu verwenden. Verzicht auf Portionspackungen ist ein Klassiker, der zieht sich bei uns durch alle Kriterien durch, möglichst abfallarm schon auch im Buffet zu arbeiten und eben auch auf Einweggeschirr und Einwegbesteck zu verzichten. Wenn man externes Catering beauftragt, gilt es dann entsprechend Maßnahmen zu treffen, dass man eben zertifizierte Caterer bevorzugt, sofern welche am Standort vorhanden sind, beziehungsweise auch die Caterer, die extern beauftragt werden, zumindest über diese Anforderungen informiert. Gilt Gleiches auch, wenn man externe Gastronomiedienstleister hat, dass man die eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit ins Boot bringt und auch, sofern sie es noch nicht sind, auch in Richtung Zertifizierung aktiviert und versucht, sie entsprechend zu motivieren, hier auch eine Zertifizierung als Gastronomiebetrieb vorzunehmen. Zum Bereich Bühne, szenische Darstellung haben wir Kriterien definiert zum Thema Bauten, Szenenbild und Requisiten, Einsatz von Materialien, Spezialeffekten, Kostüm und Maske, auf die komme ich dann noch genauer zu sprechen. Und ein letztes Kriterium auch der Kommunikation der Maßnahmen, sofern eben auch Unterkunftsbetriebe für Künstler, Künstlerinnen angemietet werden, dass man eben auch bei diesen Unterkunftsbetrieben die eigene Philosophie kommuniziert und auch die Unterkunftsbetriebe, Hotels etc. in Richtung Umweltzertifizierung oder in Richtung Nachhaltigkeit entsprechend informiert oder motiviert. Auf die theaterspezifischen Kriterien in diesem Bereich möchte ich noch kurz eingehen. Hier haben wir zum Themenbereich Bauten, Szenenbild und Requisiten einerseits als Maßnahme, und das zieht sich eigentlich quer durch, einmal quasi eine Evaluierung als Musskriterium bestimmt, dass man eben auch hier entsprechend einmal schaut, welche abfallvermeidenden, welche ressourceneffizienten Methoden werden bereits eingesetzt und wie kann man diesen Bereich auch längerfristig verbessern. Das sind auch wiederum Punkte, die man in das Aktionsprogramm aufnehmen kann, also wo man auch schauen kann, also das, was ich eingangs im Bereich Management gesagt habe, dass regelmäßig eine Evaluierung der Aktionen stattfindet, die man sich hier als Ziele setzt, dass man eben diese Dinge dann auch entsprechend aufnimmt. Im Sollbereich gibt es dann eben Punkte, wenn schon entsprechende Maßnahmen umgesetzt sind, wie eben zum Beispiel, dass eben Produkte, Materialien aus dem eigenen Fundus stammen primär, haben wir auch heute schon gehört, gutes Lager, guter Fundus ist einfach eine ganz wesentliche Ressource für eine ressourceneffiziente Bewirtschaftung, eine ressourceneffiziente Führung eines Betriebs. Dann eben, dass man eben Reuse-Netzwerke, Verleihbetriebe versucht zu aktivieren,
Also es geht einfach darum, möglichst zu schauen, dass man keine neuen Materialien kauft, beziehungsweise auch bei der Entsorgung darauf achtet, dass man sie, wenn man sie nicht selber im eigenen Fundus wiederverwerten oder weiterverwenden kann, dass man sie dann auch in entsprechenden Weiternutzung zugutekommt und sie dann entsprechend weiterverkauft oder einer anderen internen Verwendung zuführt. Ähnlich ist es beim Einsatz der diversen Materialien. Auch hier geht es zunächst einmal im Muss-Bereich darum, zu evaluieren, welche problematischen Stoffe hier eingesetzt werden und dann auf Basis dieser Evaluierung festzulegen, ob und welche dieser Stoffe durch möglicherweise umweltfreundlichere Materialien ersetzt werden können. Geht zum Beispiel im Bereich der Farben. Hier kann man schauen, können die bestehenden Farben durch Umweltzeichenfarben, durch Nature Plus Farben, durch Bauprodukte etc. ersetzt werden, die hier ein Zertifikat tragen. Ist einmal die erste Maßnahme. Wenn nicht, kann man diese Dinge auch wiederum ins Aktionsprogramm aufnehmen, beziehungsweise auch die Beschaffungsrichtlinien entsprechend zu adaptieren, um bei Neuausschreibungen darauf reagieren zu können. Sind hier bereits Punkte erfüllt, die hier in den Maßnahmen der Sollkriterien definiert sind, dann gibt es dann eben entsprechend diese Punkte, wo ich eingangs gesagt habe, aus diesen müssen auch mindestens 5 Punkte erreicht werden. Bei den Spezialeffekten haben wir relativ lange auch diskutiert, was und wie hier Anforderungen zu setzen sind. Auch hier geht es darum, einerseits möglichst sparsam umzugehen, sofern es problematische Stoffe sind, aber dass man im Flammeffekt eben mit Propan, technischen Alkoholen oder natürlichen Materialien wie Glycopodium erzeugen kann und eben auch beim Abbrand und bei der Dosierung möglichst sparsam umgeht, dass die technischen Anlagen geprüft werden. Die Lagerung und Handhabung ist ganz wichtig, dass eben quasi so gelagert werden, dass eben keine Auswirkungen oder Ausströmungen an die Umwelt geschehen können. Sind sehr oft auch gesetzliche Anforderungen, die hier vielleicht doppelt gemoppelt sind, aber uns ist es wichtig, auch in den Kriterien entsprechend darauf hinzuweisen. Kunstschnee- und Konfetti-Effekte haben wir auch relativ intensiv diskutiert und haben jetzt dann eine Formulierung gefunden, wo wir dann letztendlich alle zufrieden waren. Entweder sind es biologisch abbaubare Produkte oder dass man eben entsprechend in der Verwendung darauf achtet, sie möglichst kontrolliert zu verwenden, damit sie nicht in die Umwelt gelangen und wiederverwertet werden können. Und der letzte Bereich in dem Bereich ist der Bereich Kostüm und Maske. Hier haben wir einerseits ein paar Kosmetikprodukte mit Umweltzeichen oder einem anderen Bio- oder Naturkosmetik-Zertifizierung quasi als anwendungsverpflichtend gefordert. Eben auch der Verzicht auf Kleinstverpackungen ist wahrscheinlich in der operativen Anwendung ohnehin der Fall, dass man hier eben auf Großpackungen zurückgreift. Und eben auch zu schauen, also inwieweit hier Maßnahmen evaluiert werden können, die man dann auch längerfristig auch verbessert umsetzen kann. Hier noch ein Überblick über die Sollkriterien zu den theaterspezifischen Kriterien. Auf die anderen Sollkriterien bin ich jetzt nicht eingegangen, das würde den Rahmen sprengen, aber hier noch, damit Sie sehen, welche Bereiche hier zusätzlich gefordert sind. Einerseits im Bereich Kommunikation, dass eben auch schon Nachhaltigkeitsthemen auch in der Programmierung eine Rolle spielen könnten, sollten. Dass man sich vielleicht einmal überlegt, wie kann eine Veranstaltung, eine Produktion auch das Thema Nachhaltigkeit beinhalten. Mobiles Ticketing ist schon sehr häufig der Fall, dass man auch versucht, über diese Maßnahme abfallvermeidend zu wirken, beziehungsweise auch in der Kommunikation zu schauen, ob Produktion von Flyern, von Broschüren etc. effizienter oder ressourceneffizienter oder ressourcensparender stattfinden kann. Vermeidung von Einweg-Trinkhalmen beziehungsweise Gratis-Trinkwasser an der Concession, also an der Bar, sind zwei Sollkriterien aus dem Bereich Kiosk-Buffet. Dann aus dem Bereich der Maske wiederum wiederverwendbare Abschminkpads zu verwenden, bei der Haarfarbe, Haarpflege entsprechend ökologische Produkte zu verwenden, Perücken und Haarteile aus Echthaar, sofern es vorhanden sind, ist auch ein optionales Kriterium oder eben die vorhin angesprochenen optionalen Kriterien in den Bereichen Bauten, Materialien und Maske. Ja, das ist jetzt noch ein kurzer Querstep zum Bereich
Zertifizierung von Green Meetings und Events, weil das auch sehr oft auch in Theaterbetrieben stattfindet. Und das ist auch ein Grund, warum auch das Interesse seitens der Branche auch irgendwie auch gewachsen ist, weil eben über die Veranstaltungszertifizierung auch das Interesse in Richtung Theater entstanden ist, soviel ich weiß. Ist die Zertifizierung für Green Meetings und Events. Hier können quasi einzelne Veranstaltungen zertifiziert werden, die eben auch sämtliche Bereiche der Veranstaltung umfassen. Also nur, damit Sie auch dazu einen kurzen Einblick haben. Ja, und wie kommt es jetzt? Wie kommen Sie jetzt zum Umweltzeichen? Also wie schaut die Abwicklung des Antrages aus? Wenn man unten startet, Erstinformation, Registrierung erfolgt in der Regel bei uns. Es gibt auf der Webseite des Umweltzeichens die Möglichkeit, quasi gleich in die Datenbank einzusteigen und schon auch operativ mit der Umsetzung zu beginnen. Umsetzung der Kriterien ist dann Schritt für Schritt möglich. Wir empfehlen auch, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, auf das komme ich gleich. Wenn Sie dann fertig sind und alle Kriterien quasi korrekt ausgefüllt und quasi dokumentiert haben, reichen Sie den Antrag zur Prüfung ein. Es kommt dann quasi eine unabhängige Prüfung, die dann vor Ort noch einmal gemeinsam mit dem Antragsteller quasi alle Bereiche durchgeht, sich das Haus von oben bis unten anschaut, mit einzelnen verantwortlichen Personen spricht, dann wirklich das Audit vor Ort durchführt. Der Auditbericht kommt dann noch einmal zu uns. Wir schauen dann noch einmal drüber, auch ob von unserer Seite her der Auditbericht korrekt ist und geben diesen dann zur Nutzung frei. Dann bekommen Sie einen Vertrag mit dem Ministerium und von unserer Seite werden dann die Gebühren in Rechnung gestellt. Dann liegt es bei Ihnen, das Umweltzeichen 4 Jahre lang operativ zu nutzen und in Ihrer Kommunikation einzusetzen. Und nach 4 Jahren kommt dann wieder der Rezertifizierungsprozess und startet dann wieder mit der möglicherweise adaptierten Umsetzung, der möglicherweise adaptierten Kriterien. Ja, Beratung habe ich vorhin schon angesprochen. Es gibt einen österreichweiten Beraterinnenpool, der Betriebe in der Umsetzung begleiten kann. Die sind quasi von uns quasi geschult in Richtung Begleitung und Zertifizierung der Unternehmen, kennen sich auch mit der Datenbank aus. Wir empfehlen es, hier eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Es ist keine Verpflichtung. In der Regel spart es eine Menge Arbeit, beziehungsweise hilft es auch sehr häufig dazu, entsprechende neue Kriterien, neue Ideen zu finden und entsprechend auch Einsparpotenziale aufzuzeigen, die hier vielleicht aus Gründen der eigenen Betriebsblindheit, was wir heute auch schon gehört haben, oft nicht gesehen werden. Diese Beratungen sind auch förderfähig, also in der Regel beträgt der Fördersatz der Kosten zwischen 30% und 75% der Beratungskosten. Der Umfang dieser Förderung ist zwischen 3 und 5 Tagen der Beratung, kann hier gefördert werden. Ist von Bundesland zu Bundesland leider unterschiedlich, aber ich denke, es kann natürlich auch kann man natürlich entsprechend auch diese Förderungen beantragen. Sind jetzt aber nicht die Förderungen, die Sie vielleicht von einer anderen Ebene her kennen, also die Förderung für eine klimafitte Kulturbetriebe, die vor kurzem lanciert wurden, die sind in einem ganz anderen Bereich und da gibt es dann auch wesentlich höhere Fördersätze für entsprechende Maßnahmen, aber da hören wir heute auch, glaube ich, noch etwas dazu. Genau, Online-Umsetzungssoftware habe ich schon angesprochen, ist auf der Webseite umweltzeichen.at zu finden. Kostet nichts, kann jedes Unternehmen kostenfrei einsteigen und quasi seinen Antrag anlegen. Es sind auch zum Teil einige Mustervorlagen für Kommunikation darin vorhanden. Es gibt auch Dokumentvorlagen für ein Abfallwirtschaftskonzept etc., die hier entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Die Gebührenordnung ist jetzt einmal mit Vorbehalt, es wird gerade eine Änderung diskutiert, also es wird ab nächstes Jahr wird's ein bisschen teurer werden, weil wir alle 4 Jahre eine Valorisierung vornehmen. Aber nur damit Sie ein Gefühl haben, wo man hier auch hinsichtlich der Kosten fürs Umweltzeichen liegt, sind die Gebühren einerseits in eine Antragsgebühr und in eine jährliche Nutzungsgebühr aufgeteilt. In diesen Kosten ist auch bereits die Auditgebühr enthalten, also sprich Betriebe, die hier in der Kategorie 4 sind, also mit 30 und mehr Mitarbeitern, würden hier 1.250 Euro als Antragsgebühr plus eine jährliche Nutzungsgebühr von 770 Euro zu entrichten haben.
Und in diesen Gebühren ist quasi jeweils sowohl in der Antragsgebühr als auch in den jährlichen Nutzungsgebühren sind bereits die Auditkosten enthalten. Das heißt, wenn Sie nach 4 Jahren ein Re-Audit haben, kostet es dann keine extra Prüfgebühr mehr. Einen Bereich, auf den ich noch hinweisen möchte, das ist jetzt zwar aus dem Hotelbereich begriffen, aber einfach um zu veranschaulichen, dass auch ein gewisser Zeitbedarf für die Umsetzung erforderlich ist. Das Umweltzeichen macht man nicht einfach schnell und es ist in 2 Tagen erledigt, indem man alle Kriterien geschwind abhakt, sondern es dauert. So wie ich es vorhin gesagt habe, Sie müssen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit ins Boot holen. Sie müssen sie informieren, Sie müssen Teams bilden, Sie müssen diskutieren. Und da kommt schon einiges an Zeit auf Sie zu, wenn Sie es umsetzen. Also ich glaube, das ist diese 13 Tage, die hier von den Hotelbetrieben hier als Durchschnitt gesehen werden, sind aus meiner Sicht durchaus realistisch, wenn man eben ganz diese Aspekte alle mit einbezieht. Und werden wahrscheinlich im Theaterbereich wahrscheinlich um einiges höher ausfallen, je nach Größe des Unternehmens natürlich. Ja, es gibt dann auch noch Materialien, die das Ministerium für die zertifizierten Betriebe zur Verfügung stellt, also in Richtung Kommunikation, eine E-Mail-Tafel, Tischbanner, Stickervorlagen etc. Es gibt Messeauftritte, man ist vielleicht für Sie auch nicht relevant, aber wir sind auch österreichweit auf verschiedensten Messen, sowohl im Produktbereich als auch im Tourismusbereich, als auch im Bildungsbereich aktiv, also wo das Umweltzeichen immer wieder thematisiert wird und eben auch entsprechend nach außen kommuniziert wird, um hier quasi in Richtung Bevölkerung entsprechend Bewusstseinsbildung und Marketing zu machen. Wir sind auch online, also das Umweltzeichen logischerweise hat eine eigene Webseite, jedes Unternehmen, jeder zertifizierte Betrieb bekommt hier auch einen Eintrag, wird hier auch gelistet. Es gibt einen Newsletter, wo auch die neu zertifizierten Betriebe immer vorgestellt werden. Einmal im Jahr findet schon seit Jahren der Umweltzeichentag statt. Da werden alle Unternehmen quer durch die Bereiche, alle Bildungseinrichtungen, alle Tourismusunternehmen, alle produktzertifizierten Unternehmen und in Zukunft auch die Theater mit eingeladen. Zu diesem Tag, in diesem Zeitraum, in dieser Woche, ist immer Anfang Juni, am 5. Juni ist der Umwelttag und an dem Tag machen wir traditionell den Umweltzeichentag, einfach Aktionen zu setzen, die eben darauf hinweisen, auf den Nachhaltigkeitsaspekt, ist meistens unter einem speziellen Motto, das hier gesetzt wird, je nachdem, was gerade vielleicht auch nachhaltig oder im ökologischen Bereich gerade aktuell ist. Ja, und dann gibt es noch die sozialen Medien. Das Umweltzeichen ist auch Facebook, Twitter, Instagram und YouTube vertreten. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu vernetzen und quer zu verbinden. Ja, abschließend möchte ich noch ein paar Aspekte mitgeben, warum man das Umweltzeichen eigentlich machen kann und machen soll. Die Kriterien an sich bieten einfach als Umweltcheck die Möglichkeit, hier anhand eines ganz konkreten Anforderungskataloges eine strukturierte Analyse des Betriebs vorzunehmen. Ist eigentlich etwas, was jeder Betrieb machen kann. Jeder Betrieb kann sich, wie ich vorhin gesagt habe, die Kriterien herunterladen, kann sich anschauen, was hier dahinter steht, welche Anforderungen gesetzt sind, kann sie auch umsetzen, ohne dass man das Umweltzeichen macht. Also ich empfehle einfach einmal reinzuschauen und zu schauen, was hier an Maßnahmen gefordert ist, welche Werte hier quasi als Grenzwerte gesetzt sind. Weil es einfach auch, wenn Sie jetzt nicht sagen, Sie möchten jetzt eine Zertifizierung anstreben, einfach für Sie oder für einen Betrieb immer kosteneffiziente Maßnahmen darin verbunden sind. Eben, und dann kann man eben über das Umweltzeichen Einsparpotenziale aufzeigen und umsetzen, trägt in der Regel zu einer Betriebskostensenkung bei, was gerade in Zeiten wie diesen immer wichtiger wird. Ich sage, ich kenne keinen Betrieb, also speziell jetzt aus dem Tourismusbereich, der sich nicht durch irgendeine Maßnahme des Umweltzeichens etwas ersparen konnte. Also da sind wir eigentlich, ich sage jetzt mal, ich traue mich zu wetten, dass es da niemanden gibt, der nicht durch die Umsetzung irgendwas, auch die guten Betriebe haben irgendwas gefunden, und sei es jetzt im Abfallbereich oder in einem Bereich, der vielleicht vorher gar nicht relevant war. Was uns auch wichtig ist, oder beziehungsweise was uns kommuniziert wurde, es fördert die innerbetriebliche Kommunikation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. War eigentlich, sage ich jetzt mal, in den Kriterien nicht direkt explizit enthalten, ist aber einfach aufgrund der Rückmeldungen von den Betrieben, wurde uns da immer wieder gesagt, das ist ein Aspekt, der im Umweltzeichen durch diesen Prozess, durch die Einbindung der Mitarbeitenden entsprechend gestartet wurde und der eben auch hier dazu beiträgt,
das Umweltzeichen oder beziehungsweise auch das Team im Unternehmen zu stärken und entsprechend ja, zu fördern. Ganz wichtig auch es tut mir ein bisschen leid, dass ich heute keinen Praktiker bei mir habe. Also ich hätte gerne den Herrn Bucher vom Landestheater Salzburg da, der eben auch entsprechend die Umsetzung des Umweltzeichens schon gemacht hat und auch vielleicht von einer anderen Seite etwas berichten könnte. Aber was er mir gesagt hat, irgendwie, es war für ihn ganz erstaunlich, dass wie er den Prozess gestartet hat, dass eigentlich aus allen Bereichen so viel an Energie und so viel an Ideen gekommen ist, weil einfach von Beginn an alle Mitarbeitenden mit eingebunden wurden und auch von den Künstlern und Künstlerinnen wurden da einfach sehr viele Maßnahmen vorgeschlagen, wo er selber total überrascht war, wie viel positives Feedback dieser Prozess da bewirkt hat. Ja, es dient natürlich auch, das Image zu verbessern. Ich glaube, keiner, der heute einen Betrieb sieht, der im Bereich Umwelt- und Nachhaltigkeitsverbesserungen und Zertifizierungen macht, glaube ich, ist niemand mehr, der das irgendwie als negativ empfindet. Ist einfach so. Und last but not least, das dient auch als Marketinginstrument oder kann als Marketinginstrument dienen. Ich glaube nicht, für den Theaterbereich ist es wahrscheinlich weniger relevant, ob sie jetzt das Umweltzeichen haben oder nicht, dass wir kein Gast eine Produktion besuchen, weil jetzt das Theater das Umweltzeichen hat. Aber wie gesagt, also es ist einfach in Verbindung mit dem Image, trägt es auch zu einer gewissen ja, positiven Wahrnehmung für das Unternehmen bei. Und es dient auch der Qualitätssteigerung. Durch sämtliche Maßnahmen, die hier verbunden sind, kann man sagen, wird auch Qualitätssteigerung erreicht, sei es jetzt, indem Produkte verwendet werden, die bessere ökologische Eigenschaften haben oder eben, dass eben verschiedene zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, wie eben im Kommunikationsbereich, im Förderbereich für die öffentliche Anreise, die einfach für die Besucherinnen und Besucher qualitätssteigernde Effekte haben. Also es ist immer auch ein Zusatzplus eines jeden Betriebs, wenn man Umweltzertifizierung macht. Ja, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stehe auch gerne noch für Fragen zur Verfügung, wenn noch Zeit bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ja, ein bisschen, glaube ich, haben wir noch. Kann ich gerne noch Fragen beantworten. Bitte? Ja, wir haben, also es war für uns sehr erstaunlich, erstaunlich war es nicht, also das Salzburger Landestheater hat vor 2 Jahren einen Pilotprozess gestartet, also da haben sie gesagt, sie möchten gerne das Umweltzeichen fürs Theater haben, dann haben wir gesagt, das gibt es noch nicht, also wir haben keine Richtlinie, sie können das nicht machen, dann haben sie begonnen damit, weil einfach der Zuständige hier, ich habe es vorhin schon gesagt, der war früher in einem Hotel, der das Umweltzeichen gehabt hat, war dort Gebäudetechnik-Chef und ist dann quasi ins Landestheater gewechselt und hat gesagt, er möchte das jetzt im Landestheater auch machen, weil er es vom Hotel ja kennt. Und so ist dieser Prozess gestartet, dass eben hier dieses erste Hotel, dieses erste Theater da quasi schon begonnen hat, die Kriterien umzusetzen aus diesem Set, das für die Hotels oder Locations schon vorhanden war, hat sich dann auch die Kriterien aus dem Bereich Green Producing, also aus dem Filmbereich quasi quer geschaut, also weil wir gesagt haben, wenn es eine Richtlinie für Theater gibt, werden wir schauen, dass bestehende Anforderungen aus anderen Richtlinien hier zusammengeführt werden. Und so hat er das quasi auch in einem begleiteten Prozess, der auch vom Umweltservice Salzburg quasi auch in der Beratung gefördert wurde, als Pilotprozess, hat dann quasi schon begonnen, halt quasi die Kriterien umzusetzen. Und dann eben quasi, wo dann an uns der Auftrag, beziehungsweise wo es dann schon konkreter geworden ist, dass wir auch dem Thema Theater quasi die Richtlinie, also eine Richtlinie erstellen, hat er dann natürlich auch in dem Prozess mitgearbeitet und dann quasi von Beginn an geschaut, also welche Anforderungen wurden hier gestellt, die dann auch quasi gleich implementiert. Und deswegen haben wir auch schon relativ rasch, also nach Veröffentlichung der Richtlinie hier quasi den ersten zertifizierten Betrieb. Was normalerweise sonst nicht der Fall ist. Also normalerweise, wenn die Richtlinie fertig ist, dauert es einmal ein Jahr, bis einmal die ersten Lizenznehmer kommen, weil es einfach erst dann starten, wenn die Richtlinie vorhanden ist.
Also da waren wir selber sehr, sehr positiv, weil es einfach wirklich ein super Start ist für das. Und das ist auch, ich meine, im Prozess der Richtlinienerstellung, ich habe es vorhin erwähnt, haben, ich glaube, 40, 50 Vertreterinnen aus unterschiedlichen Theatern quasi ihre Kommentare einfließen lassen. Und da sind auch schon einige, wo ich weiß, die sind schon sehr konkret an der Umsetzung und möchten da auch relativ rasch auch ja, die nächsten Schritte setzen und in Richtung Zertifizierung gehen. Wenn man sich interessiert für das Umweltzeichen als Theater, wie kompliziert ist es als Veranstalter, als grüne Event-Location, sich gleichzeitig zertifizieren zu lassen? Das ist überhaupt nicht kompliziert. Also ich habe es vorhin erwähnt, die Richtlinie ist modulmäßig aufgebaut. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind ein Theaterbetrieb und sind gleichzeitig eine Location, die auch extern für Veranstaltungen buchbar ist, ist es mehr oder weniger ein Klick im Antrag. Und es werden quasi Kriterien für beide Bereiche im Antragsprozess geladen und Sie machen eine Prüfung für beides in einem Prozess. Geht auch, wenn Sie sagen, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn jetzt ein Gastronomiebetrieb unter eigener Führung quasi im Theater vorhanden wäre, klickt man das Modul Gastronomie dazu, dann kommt halt der ganze Lebensmittelbereich zusätzlich noch zum Tragen, also und der Verpflegungsbereich. Noch Fragen? Habe ich Sie erschlagen mit den Informationen. Dann hätte ich eventuell noch eine Frage. Wie wichtig ist es, dass die Geschäftsführung da als Zugpferd agiert? Oder reicht da einfach ein Go oder ein Okay von der Geschäftsführung? Oder sind die dann auch in den Prozess mit einbezogen? Ja, ganz wichtig. Also ich glaube, ohne dem geht es nicht. Also, weil ich sage jetzt mal, die Geschäftsführung ist ja auch dafür verantwortlich, dass Budget und wenn es nur quasi Personalstunden quasi diesem Thema gewidmet werden können, braucht es unbedingt die Zustimmung der Geschäftsführung. Also wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich müssen alle Abteilungen mitziehen. Also wenn da einer sagt, das interessiert mich Nüsse und die Kriterien sind aber für diese Abteilung relevant, dann werden wir ein Problem haben. Also insofern ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass möglichst alle von Beginn an integriert sind und mitarbeiten und auch das Commitment dazu abgeben, dass sie das möchten und den Prozess begleiten. Danke. Eine Frage, gibt es hier Pläne auf Außenbühnen, das auszuweiten? Ich denke jetzt einmal an die Seebühne oder so in die Richtung. Also ich glaube, Seebühne ist eine spannende Frage, also wie ich es vorhin gesagt habe, also wir haben es eigentlich, es würde möglicherweise die Seebühne das erreichen können, weil es eigentlich ein fixer Standort ist und gewisse Räumlichkeiten damit verbunden sind. Also es ist jetzt nicht nur so ein Wanderzirkus oder ein Wandertheater, sondern aber prinzipiell sind, glaube ich, viele Elemente hier vorhanden, die irgendwie zertifizierbar sind. Man müsste es einmal anschauen. Also ich habe es in der Tiefe noch nicht wirklich überlegt, aber ich glaube, es sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, dass man es zertifizieren kann. Weil es gibt eben auch Veranstaltungslocations, die eben quasi im Freien sind, wo man auch gesagt haben, es ist möglich, wenn zumindest eine gewisse Basis an Infrastruktur fix vorhanden ist, die auch zertifiziert werden kann. Und gewisse Kriterien, ich sage jetzt einmal, was jetzt Heiztechnik und so weiter betrifft, fallen ja da zum Glück nicht an oder sind ja da nicht relevant. Also die würde man dann eh alle rausnehmen müssen. Keine Fragen mehr? Ja, dann danke ich noch einmal und freue mich, wenn der eine oder andere Theaterbetrieb dann bei mir vorstellig wird.